So, und damit herzlich willkommen zurück, Leute, bei Watch Dogs Legion. Ja, in dieser Folge, unsere Oma wird vermisst, die werden wir suchen. Elle Bitten entführt. Heißt sie so? Ist das die? Ja, okay. Das werden wir machen und danach werden wir hier Phil Gordon, den professionellen Attentäter, rekrutieren. Und ja, schauen wir mal, wie es läuft. Wir spielen hier mit Was ist unserem mit dem neuen Kerl Charakter. Bagley? Auf jeden Fall ist er sehr beliebt. Es gibt für ihn nicht nur einen Haftbefehl, die Kellys haben auch noch ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Das ist eigentlich das Gegenteil von beliebt, oder? Wie schafft man es, so vielen Leuten an den Karren zu fahren? Gute Frage. Du könntest schauen, was sich rausfinden lässt. Und ja, wenn ihr dieses Video seht, kommt morgen Valhalla. Ich bin schon echt gespannt, Leute. Und ja, tut mir echt leid, wenn ich es nicht kommentieren kann, die ersten zwei Folgen. Jetzt schon mal im Die Voraus, tut mir echt Kidnapperin ist leid. in der Nähe. Du kannst den Aufenthaltsort des Mein Mund Entführungsopfers wird aus wahrscheinlich ihrer Optik betäubt sein nach erfahren. dem Zahnarztbesuch. Deswegen ist es nicht so machbar, wie ich es mir wünsche. Okay, der haut ab. Wohin? Komm zurück. Psycho, geht mir auf den Sack. Komm zurück. Hey, das Teil sollte an sein. Ich glaube, das Schwein ist weg. Okay, wir haben die Infos gehackt. Gulnas hat schon wieder was ausgegeben, Alter. Die fuckt einen echt ab. GPS-Analyse abgeschlossen. Ich habe eine Spur unseres Entführungsopfers. Schick mir die Koordinaten. Das sieht man auch nicht jeden Tag. Gut. Erinnerung in der Nähe. Scheiße, ich sehe das Bild nicht. Warte, ist es dieses Krankenhaus? Mit dem, mit der Erinnerung? Hör auf zu fluchen. Erledigen wir das. Abschauen. Ich muss mir die Bilder kurz anschauen. Ich muss mir ganz kurz die Bilder anschauen. Welche Erinnerung meint er das mit dem Krankenhaus? Das hier wahrscheinlich. Oder?
Wartet mal ganz kurz, ich mach mal ganz kurz hier die Kamera etwas kleiner. Ja, das mit der Kamera meint er. Okay. Ja, so ist es glaube ich sogar besser. Ich lasse das mal so ein bisschen. Tun wir das nach, warte, das tun wir nach rechts, dann könnt ihr alles sehen. So. Alles klar. Obwohl, ja, jetzt können wir es auch größer machen. So. Also, Krankenhausbild. Von hier. X, 9. Fotografieren. Reicht das? War das richtig so? Hörst mir gar nichts. Wirklich? Nein, nein, warte mal. Ja, sicher. Ja, ja, das glaube ich. Ziel abgeschlossen. Bagley Erinnerung, Geist Hobbs Hospital. Okay. Setze das Bild der Kamera zusammen und stelle Bagleys Erinnerung wieder her. Okay, man sieht es bis hierhin. So. So, jetzt haben wir es aber. Okay. Soweit wir das beurteilen können, leidet Ihr Bruder an frühzeitiger Demenz. Damit hängt auch der gewalttätige Ausbruch zusammen, den er in der British Library hatte. Wir können ihn hier behalten und ihn beobachten. Danke, Doktor. Sie entschuldigen kurz. Natürlich. Hört zu, mir ist egal, was nötig ist. Ich lasse nicht zu, dass mein Bruder in einem Krankenhaus verfault. Frühzeitige Demenz. Aber wenn das stimmt, wann wurde ich neuronal kartiert? So. Retten wir unsere Oma? Wer bist du? Auf Bewährung. Das Entführungsopfer ist hier. Nicht schlecht, so lange zu überleben. Also versau es bitte nicht auf den letzten Meter. Nein, 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 machen wir nicht. Noch Spider-Geschütz. Warte, Omi, ich komme. Nein! Die Geisel wurde getötet. Nein! Wegen dem scheiß Spider-Geschütz ist sie jetzt gestorben. Oma! 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 Nein! Unsere Omi wurde getötet. Holy shit. Ich werde mich rächen, Oma. Das lasse ich nicht zu. Ich werde mich rächen. Sie werden alle sterben.
die Tech-Punkte müssen wir uns noch holen. Alter. Haben die unsere Oma getötet. Beziehungsweise ich habe sie getötet durch den Explosionsschaden des Spider-Bots. Aber war ja nicht meine Idee, den Spider-Bot dahin zu stellen. Scheiß Clan Kelly, Alter. Jetzt müssen wir uns eine neue Omi suchen, oder was? Team. Im Sperrgebiet nicht verfügbar. Wie? Ist jetzt doch nicht tot. Das behalte ich mal. Warte mal. Also. Ne, die ist nicht tot, lol. Was war das jetzt für ein Bug? Warum ist sie jetzt nicht tot? Ja, soll das meiner verstehen? Egal. Wir gehen jetzt Phil Gordon rekrutieren. Finde die miese Ratte. Bin ich heute gelaufen? Das sieht man auch nicht jeden Tag. Oh. Danke. Ganz kurz markieren. Gut, wir machen das zuerst. Ups. Ups. Aber ich freue mich schon auf Multiplayer. Im Dezember kommt der Multiplayer raus. Und bis dahin machen wir ein paar Missionen und rekrutieren neue Leute. Finde ich voll cool, dass die das so gemacht haben, dass man Hinweis bekommt, wenn Beckleys Erinnerung zu sehen ist. Sonst hätte ich echt lange gebraucht für die Mission, weil ich kenne mich null aus in London. Holy shit, was war das jetzt? Okay, läuft. Ja, du mich auch. Oh, dem müssen wir auch mal eine andere Maske verpassen. Irgendwann. Oh, bisschen Geld gesammelt. Dann hier oben. Scheint noch ganz oben, aber. Ups. So. CTOS Hub lokalisiert. Dann greif mal zu. Die Polizei hat ihn wegen möglicher Selbstjustiz im Visier. Er ist ganz allein in die Geschäfte von Clan Kelly spaziert und hat die Betreiber krankenhausreif geschlagen. Klingt nach einem guten Partner für Ditzek. Greife auf seine Optik zu. Er ist aufgebrochen zu einem Überfall bei diesen Koordinaten. Okay, mal sehen, aus welchem Holz dieser Rächer geschnitzt ist. So, wir müssen wieder hoch.
Ich hab was gehört. Sehr gut. Also, noch ein Tipp am Rande, Leute. Wenn ihr die Waffe gezogen habt, macht ihr mehr Nahkampfschaden, als wenn ihr die Waffe nicht gezogen habt, weil dann schlägt er mit der Waffe. Das könnte noch nützlich werden. So. Warum ist hier ein Typ? Ich tu was? Ich hab's nicht genau verstanden, weil du so schnell gestorben bist. Bam. So, da drin ist ein Safe, wo wir nicht reinkommen. Okay. Das heißt, Team Geräte bearbeiten. Im Kampf oder Sperrgebiet nicht verfügbar. Ach scheiße. Gut, ich komme für das Geld später nochmal zurück, falls wir es für die 100% brauchen, aber ich denke schon, weil es auf der Map angezeigt wird, müssen wir das auch machen. Wahrscheinlich. Oder ich wechsle hier schnell den Charakter. So, jetzt sind wir nicht mehr im Sperrgebiet. Wen nehmen wir denn? Wen nehmen wir denn? Boah, auf Spion hätte ich schon Bock. Sollen wir mal ein bisschen mit der MP5 spielen? Komm, wir wechseln mal auf den Arbeitslosen und spielen ein bisschen mit der MP5. Ach warte, hatte der eine Spinne dabei? Wir brauchen mehr Schlitzohren wie dich im Team. Leute, die sich die Hände schmutzig machen. Fuck yeah! Lassen wir die Party steigen. Sehr gut! So, hatte der eine Spinne? Nein, das müssen wir ändern. Denn wir brauchen eine Spinne. Und was ist mit dem Typ? Tänzer. Wir brauchen keinen Tänzer. Warum? Hallo? Mein Auto darf nicht wegfahren. Jetzt hier. Bitte aufhören! Nice. 368 haben wir bekommen. Diese gepanzerten Trucks sind auch voll OP. Aber ich stehe eher so aufs Sportwagen. Wieso steigt der da jetzt nicht ein? Geht weg. Das ist eine Oma, Metzgerin. Alter. Nagelpistole. Fahrzeugpflege. Treuekarte. Harter Trinker. Visagistin. Was ist denn eine Visagistin? Macht sie Gesichtspflege?
Ups, ich hab die Waffe gezogen. Ich hab nicht mal ey. Haltet da einfach eure Fresse. Nur weil ich die Waffe gezogen hab, kommt direkt Alarm. Ich hab nicht mal angegriffen. Ja, ihr mich auch. Untersuche das Clan Kelly Versteck. Gut, dann machen wir das. Ups. Ja, finde ich auch, dass ihr euch zurückziehen solltet. Ja, heul mal nicht um. Hab doch hier schön geparkt. Sowas Verrücktes habe ich noch nie gesehen, Mann. Da kommt dieser Kerl rein und fängt einfach an, diese krassen Gangstertypen total zu vermöbeln. Er hat bestimmt ein Dutzend ausgenockt, bevor sie ihn überwältigt und weggeschleppt haben. Scheiße. Er braucht unsere Hilfe. Er braucht auf jeden Fall Hilfe. Diese Typen sind richtig miese Schweine. Boah, glaub mir, an seiner Stelle möchte ich gerade echt nicht sein. Ich verschwinde lieber. Ja, du verschwindest lieber. Der ist ziemlich am Arsch, was? Naja, wir haben es versucht. Nur das zählt. Mein Tipp ist, dass er sich uns anschließt, wenn wir ihm helfen. So. Alter, wie viel Blut hier rumliegt, ne? Genau, haut mal ab. So. Ich habe auch nichts gehört. Habt ihr was gehört? Nee. Genau, hau ab. Wehe, du kommst. Hol ihn hier raus. Sofort, ich hol dich sofort raus, mein Lieber. Ich muss erstmal hier die Textdateien und so weiter nehmen, alles. Schwachkopf. Wie Schwachkopf? Bam. Ich komme gar nicht zum Schießen, so schnell verrecken die. Wie nehme ich jetzt den Technikpunkt? Komme ich dann nicht hoch?
Anscheinend nicht. Wo ist es denn? Da ganz oben. Versammlungen über 5 Menschen werden aufgelöst. Schade. Ich guck mal, vielleicht kann ich hier von hier oben das da drauf werfen. Ja, kann ich. Oh, kannst du das einsammeln? Bestimmt, oder? Jawohl. So. Komm her, Rekrut. Wir gehen. Verfolger mehr sehen. So, den sprechen wir an. Alles klar? Das war knapp. Hey, ich verstehe dich. Nimmst du es ganz alleine mit der kriminellen Unterwelt auf? Ganz schön mutig, aber so landest du auch schnell unter der Erde. War wohl noch nicht an der Zeit, bin überrascht, dass du nicht längst tot bist. Glaub mir, ich weiß das. Ich habe mich seit dem ersten Mal, dass ich da raus bin, darauf vorbereitet. Seine Haare sind cool. Ich habe kein Problem mit Gefahr. Wenn es für eine gute Sache ist, ich werde weiter für eine bessere Welt kämpfen, egal was es mich kostet. Du kannst dich auf eigene Faust durchschlagen oder DedSec beitreten. Was meinst du? Genau das wollte ich hören. Ich bin dabei. Nice. Shit, ja. Phil Gordon hätten wir rekrutiert. Oder nehmen wir hier kurz die Drohne ein. Und gucken mal, ob wir hier eine Frachtdrohne finden. Sieht aber nicht danach aus. Signalverlust, wieso Signalverlust? Oh, hier oben muss ich hin. Okay. Ich könnte auch. Wo ist mein Spidey? Warte. Mein Spidey ist da. Ich könnte auch das hier machen. Oh, warte. Fuck, das wollte ich nicht. So. Kann ich nicht da drauf steigen? Genau. Wieso lässt er den dann fallen? Nicht fallen lassen. Nein! Müssen doch nur hier einmal rum und dann, wo ist das da oben hin? Wie mache ich das? Ich brauche eine Frachtdrohne, anders scheint das nicht zu klappen. Aber müsste nicht an so Baustellen müssten doch eigentlich Frachtdrohnen Spawns liegen, oder? Eigentlich schon. Na egal. Dann wechseln wir halt den Charakter. Notfalls haben wir ja die hübsche Amy. Die hat eine Frachtdrohne, also die kann welche spawnen lassen und dann machen wir das. Dann haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe, haben den rekrutiert und gleichzeitig hier das Gebiet eingenommen.
Los, Amy. Dieser Ort schreit förmlich nach etwas Kunst. Die Stelle gefällt mir. Mir auch. You are not illegal. Das ist mal ein Statement. Ganz Suffolk wird das sehen und wissen, dass es jemand mit Albion aufnimmt. Mir gefällt dein Vorgehen. Danke, Bex. Mir auch. Mir auch. Was? Oh, Scheiße. Was geht ab? So. Ich würde mal sagen, wir wechseln zu Roger. Roger, sage ich schon. Phil Gordon. Ich bin so sehr daran gewohnt, dass wir nur einen professionellen Attentäter haben. Du passt super zu uns. Ja. Je mehr Leute gegen das System kämpfen wollen, desto besser. Phil Gordon. Danke. Ich werde überall, wo es nötig ist, für wahre Gerechtigkeit sorgen. Sehr gut. Schön. Sehr gut, sehr gut. Der hat auch einen schönen Style. Das gefällt mir. So, müssen wir nur gucken, was wir als nächstes machen. Sollen wir Sofwag direkt befreien? Ja, komm, machen wir. Dann kriegen wir einen Anarchisten. Machen wir hier den C2S Hub. So. Was geht ab? Oh, der hat sogar eine schwarze Diegel, voll geil. So, wechseln auf die G36. Die ist ein bisschen besser. Was zur Hölle ist da drüben los? Es ist Ihr Job, so eine Scheiße zu verhindern. Wie kann es mitten in der Stadt eine Drohnenkollision geben? Wissen Sie, dass es Tote gab? Ja? Von den Trümmern getroffen. Wie kommt die Presse dahin vor den Aufräumteams? Das ist ein Skandal. Solch einen Vorfall sollte es nicht nur gar nicht erst geben. Aber wenn, muss er eingedämmt werden. Ich muss eins meiner Teams schicken. Zum Schweigen zu bringen und nach redseligen Zeugen Ausschau zu halten. Der Aufwand ist vermeidbar. Deshalb gibt es Kato. Ich will nicht, dass so etwas wieder geschieht. Nie mehr. Wenn Ihnen Ihr Job das möchte ich auch nicht. Und Ihre Freiheit. Standort gesendet. Brauchen ein 10-13. Niemand hat darum gebeten, die Security auszuschalten. Ja! So, wir müssen weiter hoch. Aber nicht von hier, sondern von der anderen Seite.
Technikpunkte hätten wir auch. Was ist das? Wir haben gerade den Feed eines Albion-Gefangenenfluges aufgefangen. Die Armschweine werden wohl wegen extremer Insubordination außer Landes gebracht. Warum? Heftig, oder? Warum feuern Sie sie nicht einfach? Ich weiß nur, dass diese Leute auf dem Weg zum Umerziehungs-Sommercamp auf den Seychellen sind. Hier Connor 12. Jones hat Kontrolle über das Flugzeug. Connor 12, bitte warten. Mit euren Bauchdaten scheint etwas nicht zu stimmen. Verstanden. Also, diese Gefangenen wurden wegen des Versuchs der Enthüllung von Operationsinformationen an externe Agenten eingesperrt. Whistleblower. Vielleicht wollten sie sogar DedSec kontaktieren. Zum Glück kannst du das Flugzeug umleiten. Gut mitgedacht, Bagley. Flug wird umgeleitet. Das Flugzeug sollte in ein paar Stunden landen. Ich habe die Behörden vor Ort kontaktiert, die nicht gerade begeistert von Albion sind. Offenbar halten sie Menschenrechte tatsächlich für Rechte und nicht für juristische Hindernisse. Die Albion-Überläufer sind dort willkommen. Danke, Bagley. Ist das etwa eine Waffe? Ja! Das ist was Besonderes. Ich suche weiter. Ich frage mich, was passiert, wenn man so alle Kisten gefunden hat. Sind das dann extra Features? Haben wir irgendwas vergessen? Die Textdatei haben wir vergessen. Wo liegt die denn? Findet die Zielperson. Irgendwas scheinen wir zu vergessen zu haben. Aber auf der Karte sehe ich nichts mehr. Ich sehe nichts mehr auf der Karte. Links von mir. Hier soll eine Textdatei sein. Laut Karte. Egal. Okay, ich werde das jetzt beenden. Aha, du wirst das beenden. So, warum läufst du denn weg? Nehmen wir uns den Wagen und knöpfen uns dann hier das zweite Gebiet vor. Das war doch das, ne? Ja. Dann müssen wir Beweise fotografieren. Sorry, Floristin. Treuekarte kaufsüchtig. Bla bla bla. Okay, wir haben keine Zeit mehr. Ich hab's echt satt. Sollen wir eine kurze Pause einlegen? Halt, Mann, stopp, komm schon! Komm, die Mission machen wir noch und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Sie sind verwirrt? Überfordert? Willkommen bei Clearwaters. Was sehen Sie, wenn Sie in den Himmel schauen?
Wolken? Sterne? Ich sehe Drohnen. Mehr und mehr jeden Tag. Angeblich zu unserer Sicherheit. Gegen das Verbrechen. Doch was hat es gebracht, außer die Leute paranoid zu machen? Wenn Sicherheit auf Kosten der Freiheit geht, bauen wir unseren eigenen Käfig. Findet den Verdächtigen. Dummkopf! Ah! Nein! Nicht doch! Mit der Spinne kann ich kein Foto machen. Aber was ich machen kann, ist auf jeden Fall hier die Tech-Punkte nehmen. Und hier das hier einschalten. Das ist der Weg nach draußen. Die Schlüsselkarte brauchen wir. Und hier scheint irgendwo eine Textdatei noch zu sein. Aber draußen, ne? Jo, das hätten wir auch. Bis hier kommt, habe ich die Beweise schon. So. Und tschö mit Ö. Überall sein. Was hast du, Bagley? Albions Operationsdaten. In diesem Fall eine Anzahl Leute, die sie in diesem Stadtteil ins Visier genommen haben. Wir informieren unsere Kontakte, damit sie sie in Sicherheit bringen. Du hast alle unsere Ziele in Southwark getroffen und es hat einige Aufmerksamkeit erregt, nicht nur bei Albion. Ich habe hier eine Hacker-Kontaktaufnahme. Jemand möchte Albion gern ordentlich in den Arsch treten. Direktes Zitat. Danke. Gut, wir haben jetzt eine Mission bekommen, um Southwark freizuschalten. Tja, das machen wir dann in der nächsten Folge. Also, haut rein.